1910, 10. Januar. Galileo Galilei. Sah so aus. Ja. Wie alt ist die Erfindung? Heiliger Bimbam! Alles kommt ganz nah! Die Glocke auf dem Campanile ganz nah! Sprich nicht zu anderen Leuten von unseren Ideen. Wieso nicht? Die Obrigkeit hat es verboten. Die Astronomie ist seit 1000 Jahren stehen geblieben, weil sie kein Fernrohr hatte. Was? Herr Galilei, der Mathematiker ist mit der Philosophie zu schaffen! Wenn die Wahrheit zu schwach ist, sich zu verteidigen, muss sie zum Angriff übergehen. Jetzt müssen die Theologen sehen, wie sie die Himmelskreise wieder einrenken. Er will in aller Unschuld Gott die größten Schnitzer in der Astronomie nachweisen. Nimm das Tuch vom Teleskop und richte es auf die Sonne! Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Ich, Galileo Galilei, schwöre ab, was ich gelehrt habe und verfluche mit redlichem Herzen jeden anderen Irrtum und jede andere Meinung, die der Kirche entgegen ist.